Hallo zusammen, willkommen zu meiner Spielevorstellung von Heroes of Might and Magic 3. Ja, nachdem ich euch beim letzten Mal, bei der letzten Spielevorstellung, den sechsten Teil gezeigt habe, dachte ich mir, ich kann euch jetzt auch mal den dritten Teil zeigen. Da ich ja jeden Heroes Teil so gesehen kenne und ehrlich sagen muss, wie auch viele andere, dass der dritte Teil am besten ist. Ja, wie man sehen kann, die Grafik ist noch etwas vom älteren Schlag, ist auch ein älteres Spiel. Wir haben wie im sechsten Teil unseren Helden und unsere Stadt. Das hier ist übrigens die erste Mission der Menschenkampagne. Also okay, dann gucken wir mal. Erst einmal zeige ich euch die Stadt. Die sieht nämlich im Vergleich zum sechsten Teil so aus. Also ganz altertümlich und so. Und wenn wir hier auf die Stadthalle klicken, das Spiel ist übrigens mit beiden Addons zusammen komplett in Englisch, leider in Deutsch nicht. In Deutsch gibt es nur das Hauptspiel. Wenn wir die beiden Addons noch dazu haben, wird alles Englisch. Beziehungsweise ich habe die Complete-Version, da ist alles in Englisch. Und ja, in der City Hall können wir halt unsere Gebäude ausbauen, wie man es auch vom sechsten Teil her kennt. Unsere Gebäude bauen, ausbauen. Ich baue erst einmal die Stadthalle aus, dass ich pro Runde mehr Geld bekomme. Sieht man, jetzt kriege ich 1000 statt nur noch 500 pro Runde. Und ja, ich habe mir extra für diese Spielevorstellung ein HD-Patch installiert, weil die normale Auflösung würde mein DxTory einfach nicht aufnehmen. Also nicht wundern, warum das jetzt alles hier so aussieht. Okay, gut. Hier haben wir unseren Helden, der hat seinen Zug verbraucht, also Runde beenden. So, während der Gegner zieht, kann ich mal kurz sagen, welcher Teil, wie mir so die Teile gefallen haben eigentlich im Allgemeinen. Also der dritte Teil ist wirklich der beste, wie ich sagen muss. Dann kommt der sechste Teil. Dann kommt der sechste Teil. Am wenigsten gefallen hat mir der vierte Teil, weil der einfach alle Hausregeln des Spiels so gesehen über den Haufen geworfen hat. Also man kann nicht mehr in jeder Stadt alle Gebäude bauen, man muss sich entscheiden. Helden stehen nicht mehr abseits des Schlachtfeldes, sondern im Schlachtfeld. Und ein Haufen solcher Scherze. Also deswegen finde ich gerade den vierten Teil ein bisschen... Naja. So, ich habe die Archer-Gilde verbessert. Jetzt kann ich auch meine Archers aufwerten. Gut. Und kann mich mal aufmachen zum ersten Gefecht. Nächste Runde. Und ja, storymäßig hängen die ersten drei Teile zusammen. Wie der vierte reinpasst, weiß ich nicht. Und 5 und 6 hängen dann wieder zusammen, haben also eine eigene Geschichte, dann wieder auf einer anderen Welt auch. So, jetzt zeige ich euch mal kurz das Magiesystem, wie das hier ist, nachdem ich euch das im Sechser gezeigt habe. Und zwar bauen wir einfach eine Magiegilde und dann haben wir hier die Zauber. Und wenn ein Held in diese Stadt betritt, lernt er alle zur Verfügung stehenden Zauber, sofern er die nötige Stufe für Magiestufe dafür hat. Also Zauber 1 bis 3 kann jeder Held lernen. Steht, glaube ich, sogar hier irgendwo. Na, nein, die ist schon Stufe 2. Also können wir jetzt hier Stufe 1 Zauber und Stufe 2 Zauber lernen. Die kann jeder Held lernen, der die Stadt betritt. Machen wir mal kurz. Held anwählen, Stadt betreten. Er muss sich jetzt erst noch ein Zauberbuch kaufen für 500 Gold. So. Und jetzt müsste er Zauberbuch. Genau. Ablenkung haben und Boote versenken.
können wir auch alles sortieren. Combat Skills, genau, die wollte ich doch. Gibt 4 verschiedene Schulen. Luft, Erde, Feuer, Wasser, wie die Elemente halt. Und hier stehen die Zauber mit ihrer jeweiligen Stufe. Also Stufe 1 bis 3 kann jeder Held lernen, ab dann braucht er Spezialisierungen. Aber gut, jetzt wollen wir endlich mal den ersten Kampf. Die wollen mich mit uns kämpfen, die fliehen wie Feiglinge, die Troglodyten. Na gut, dann beenden wir wieder die Runde. Gegner zieht. Und ja, es gibt sogar Schreine hier, wo wir auch noch Zauber lernen können. Na komm. Jetzt haben wir den Holzfäller erobert und können uns gleich die Truhe hier schnappen für Erfahrung. Und haben schon unser erstes Level-Up. Also, unser Held kriegt erstmal plus 1 auf Verteidigung. Und zusätzlich können wir uns jetzt hier aussuchen, was wir einem Skill wir ihm geben wollen. Ob wir seine Führungskraft verbessern auf Fortgeschritten oder ob wir ihm einfaches Fernkampf geben. Ich bin für einfachen Fernkampf erst einmal, da wir ja Armbrustschützen drin haben. Und wir kriegen sogar schon den zweiten noch ein Level ab und können uns jetzt entscheiden, ob wir Wiederführerschaft verbessern oder einfache Wassermagie lernen. Ich bin für einfache Wassermagie erst einmal. Oh, und Ställe. Ställe sind schön. Denn Ställe erhöhen für eine Woche die Zugweite. Und Windmühlen geben pro Woche eine zufällige Ressource. Jetzt wieder in die Stadt und die ausbauen. City Hall ist schon weit genug ausgebaut. Jetzt bauen wir mal einen Marktplatz. Der gibt uns dieses Mal leider keinen Goldbonus, anders als im 6. Teil. Dafür können wir hier immer noch ein paar mehr Ressourcen tauschen. Also wir haben, anders als im 6., wo wir nur Holz, Erze und Edelsteine hatten, haben wir Holz, Erz, Quecksilber, Schwefel, Kristalle und Edelsteine. Und natürlich Gold. So. Was können wir jetzt schließen? Und nächste Runde. Ja, während wir auf die Runde warten, kurz mal zur geschichtlichen Erklärung. Der erste Teil, da geht es darum, dass 4 Fürsten um die Herrschaft eines Landes kämpfen. Den Namen des Landes habe ich leider wieder vergessen, weil ich den ersten Teil nicht so viel gespielt habe. Im zweiten Teil dann spielt man einen der Söhne des Herrschers aus dem ersten Teil, also der das Land erobert hat. Und im dritten Teil spielt man die Frau vor dem Nachfahren des Sohns aus dem zweiten Teil. Also jetzt hier in der Kampagne. Oh, und unsere erste Schlacht, sehr schön. Okay. Im Gegensatz zum 6. Teil haben wir hier keine Leiste, wer wann dran ist. Deswegen müssen wir einfach gucken. Wer hat den höchsten Speed? Er hat 4, er hat 6, also im Augenblick 7. Er hat auch 6, mein Greif. Er 5. Und die haben sowieso 7, also dürfen die wahrscheinlich nach meinem Greifen ziehen. Aber jetzt schießen wir erst einmal auf sie. Die verbesserten Armbrustschützen haben übrigens 2 Schuss. Was oft praktisch ist. So. Jetzt darf der Cerberus ziehen, der Höllenhund. Jetzt greifen wir den mit unseren Rittern an. Der hat natürlich Gegenschlag. Und unserem Helden können wir natürlich auch mal zaubern, einen magischen Pfeil, der nicht besonders viel Schaden macht. Und die Pikiniere verteidigen. So, jetzt ist unsere Balliste noch dran. Die darf einfach mal schießen. Gut. Höllenhunde getötet. Ein Ritter verloren oder ein Schwertkämpfer. Neue Truhe. Neues Level-Up.
Jetzt können wir Logistik nehmen. Dadurch hat der Held mehr Zugreichweite pro Runde. Was praktisch ist, weil er dann weiterziehen darf. Und wir schneller Sachen abdecken können. So. Reifenturm, wir müssten mal die Schmiede bauen. Aber ich grade erstmal das Guardhaus auf. So. Und nächste Runde. Also ja, Might and Magic 3 ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, so gesehen. Aber es ist trotzdem immer noch ein sehr schwer gutes Spiel. Und macht ziemlich viel Spaß. Aber ich würde euch nicht gerade die HD-Version empfehlen. Nehmt lieber die also den HD-Patch lieber weglassen. Der macht das Ganze ein bisschen komisch und gewöhnungsbedürftig. Bleibt lieber beim normalen Spiel. So, jetzt den Schrein können wir mal besuchen. Jetzt haben wir Schwäche durch den Schrein gelernt. Können wir mal kurz ins Zauberbuch gucken. Kampfzauber, wir haben noch 7 Mana. Ist ein Stufe 2 Zauber. So, dann reiten wir mal hier wieder in die Stadt zurück. Und verbessern die Pikiniere. Und ziehen sie auch noch darüber. So, was können wir noch machen? Bruderschaft des Schwertes brauchen wir nicht. Ressourcensiedel brauchen wir erstmal auch nicht. Wir bräuchten... Erstmal können wir die Schmiede bauen. So. Schmiede bauen, habe ich gesagt. Gut. Jetzt können wir dann nämlich in der nächsten Runde Baracken bauen, um Schwertkämpfer zu erhalten. Aber nun weiter mit dem Helden. Runde beenden. Und nächste Runde. Die werden wahrscheinlich auch wieder fliehen. Lassen wir sie mal. Das ist ein Aussichtsturm. Feuermagie wollen wir nicht, deswegen verbessern wir die Führungskraft mal. Aber das Guardhaus wollen wir. Und wir haben kostenlos 14 Pikiniere bekommen durch das Guardhaus, die wir in der nächsten Runde upgraden können. So, jetzt baue ich mal die Zitadelle aus. Bessere Mauern und wir kriegen mehr Einheiten pro Woche. 50% mehr, um genau zu sein. Gegner ist wieder am Zug. Und wir haben eine neue Woche. Die Woche des Gargoyles. Es müssten hier theoretisch an manchen Stellen Gargoyles aufgetaucht sein. Und das können wir auch in diesem Guardhaus hier. ...14 neue Pikiniere anheuern. Können die Minen plündern und können zurück in die Stadt Nachschub holen. Beziehungsweise, was wir mal machen... Wir suchen uns die Heldengilde, die müsste hier sein, genau die Taverne. Und heuern uns einen neuen Ritter an. Einen neuen Ritter, genau die hier. Kriegt gleich schon mal ein paar Truppen, die sie upgraden kann. So. Und dann rekrutieren wir auch gleich neue Truppen für sie. Gut. Und können sie auch mal losschicken. Im Gegensatz nämlich zum 6. Teil ist es hier praktischer, mehrere Helden zu haben. Gut, was bauen wir jetzt? Baracken. City Hall ausbauen, dass wir
jetzt 2000 Gold pro Runde kriegen und Runde beenden. Jetzt holen wir uns mit dem Helden da um die Edelsteine und versuchen uns mal den Höllenhunden, die das Weite suchen, weil hier ist ein Söldnerlager, dort können wir unsere, können wir uns einen Angriffspunkt pro Helden organisieren. Handelsposten brauchen wir nicht. Kapitol brauchen wir ein Schloss. Schloss kostet 5000, lassen wir mal. Lieber jetzt Baracken. So. Schwertkämpfer. Und nächste Runde. Mal sehen, ob ich euch noch einen Kampf gegen einen gegnerischen Helden zeigen kann. Und ich habe vergessen, mit meiner neuen Heldin ein Zauberbuch zu kaufen. Ups. Bis jetzt habe ich euch ja leider nur einen Kampf zeigen können. Das meiste auf der Weltkarte rumlaufen. So, Angriff plus 1. Und der Garten hier bringt Wissen plus 1. Wassermühle bringt 1000 Gold. Mal sehen, ob sie sich mit denen anlegen kann. Und können kann sie schon. Ob es so gut ist, war, werden wir ja sehen. So, greifen in den Nahkampf. Pikiniere aufrufen. Und damit dürfte das jetzt gleich erledigt sein. Greifen noch und weg. So, Betrachter sind weg. Wir haben ein paar Verluste gemacht, aber wir haben auch die Mine erobert. Wir sollten sie übrigens mal, wenn wir sie gleich zur Stadt zurückschicken, mal per Schiff losziehen lassen, hier das Zeug einsammeln. Stadt. Greifenbastion kostet nur 1000 Gold und bringt uns mehr Greifen pro Woche. Sehr schön. Dann geht's doch gleich nochmal weiter. Dass das in der HD-Version so langsam ist, die Gegnerrunden, im Original sind die eigentlich viel, viel schneller rum. Deswegen ist das gerade jetzt ein bisschen nervig. So, der Kobalt müsste uns normalerweise auch Gold oder sowas geben, Edelsteine. Und wir haben das erste Artefakt bekommen. Was macht denn das? Ah ja, Helm des Alabaster-Einhorn gibt uns ein Wissen. Und ja, man sieht schon, wir haben schon 5 Befähigungen freigeschaltet, also Führungskraft, Artillerie, Schießkunst, Wassermagie und Logistik, und 3 haben wir noch frei. Also insgesamt können wir 8 Stück freischalten. Sie hat, glaube ich, mal kurz in sie reingucken. Sie hat nur Führungskraft und Bogenschützenfähigkeit. Okay. Gut. Greifenturm oder Baracken? Greifenturm upgraden. Und sie schicken wir dann mal langsam zurück in Richtung Stadt. So. Braucht über 4 Runden. Aber ist egal. Nächste Runde. Und ja, das dauert.
So, jetzt haben wir den Mottenturm hier, die Motte, besucht und kriegen dafür ein Verteidigung mehr dauerhaft. Im Sanktuarium können wir uns verstecken, wenn wir das wollten. Und im Greifentower können wir uns Greifen anheuern. So. Hoffen wir mal, dass wir bald von dem Schneezeug runterkommen. Weil auf Schnee läuft sich's langsamer. Jetzt können wir mal hier das Schloss ausbauen. Und jetzt haben wir, glaube ich, genau. Jetzt ist das Schloss auf die höchste Stufe abgegradet worden. Und wir kriegen jetzt pro Woche... Können wir uns das irgendwo ansehen? Irgendwo könnten wir uns das doch ansehen, oder? Wie viel wir pro Woche kriegen. Ja, genau, hier steht's. 29 Pikiniere, 18 Schützen, 17 Greifen, 8 Schwertkämpfer im Augenblick. Die anderen Sachen kriegen wir noch nicht. Engel sowieso nicht, weil... das hier nicht in dieser Burg gebaut werden kann. Also was grau ist, kann nicht gebaut werden. Was gelb ist, ist schon ausgebaut. Und was rot ist, das, da fehlen die Ressourcen. Oder im Augenblick kann die Stadt nicht weiter bauen. So. Nächste Runde. So, hier können wir Greifen anhören. Machen wir auch. Tempel macht, glaube ich, Wissen höher. Nein, Tempel gibt Moral für die nächste Schlacht. Ja, mit Moral und Glück verhält es sich in dem Teil genauso wie im sechsten Teil. Also eine Truppe, die Moralbonus hat, die darf nochmal ziehen. Truppen mit Glück machen mehr Schaden. Und jetzt habe ich vergessen, diese Runde was in der Stadt zu machen. Egal. Ich habe eh nicht viel Gold. Also im Gegensatz zu Heroes 6 kann man hier seine Stadt ziemlich schnell ausbauen. Vor allem, wenn man so viele Anfangsressourcen hat. So. Hütte des Magiers. Der deckt die Magieaugen auf. Davon sind hier ein paar. Und hier ist ein Schild. Dass hier in der Nähe Städte sind. Und Grubenteufel. Die sind ziemlich garstig. Die haben Speed 6, also können sie 6 Felder weit ziehen. Müsste meiner hier in Sicherheit sein. Oder auch nicht. Schwertkämpfer vor. Pikiniere auch mal vor. Ballista schießt auf den. Und der ist weg. Jetzt können wir mal wieder einen magischen Pfeil benutzen. Und ich denke mal, sie töten. So, genau. 4 Greifen, 11 Pikiniere verloren. Und wir haben Level 6 erreicht. Jetzt können wir Expertenführungskraft lernen. Und ja, sie kann ins Schloss. Oder sich ein Schiff nehmen. Sobald man ein Schiff besteigt, sind übrigens die gesamten Führungspunkte weg. Also Marschpunkte, und man muss die bis zur nächsten Runde warten. So, können wir hier noch was Schönes machen? Magiergilde, Baracken upgraden. Ställe.
Ställe sind immer gut. Ställe brauchen wir übrigens auch, um einen Training Ground zu bauen und Ritter anzuwerben. Was auch ziemlich viel Sinn macht. Also diese hier, Kavallerie. Weil ohne Pferde keine Kavallerie. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir noch eine Runde. Mal sehen, ob da bis dahin ein gegnerischer Held auftaucht. Und dann würde ich sagen, war es das mit der Spielevorstellung, auch wenn ich nicht so viel zeigen konnte, wie ich gerne gezeigt hätte. In Might and Magic, Heroes of Might and Magic 3 gibt es übrigens 8 Völker. So mal als kleine Info. Oh, eine Stadt. Die will ich auf jeden Fall noch belagern. Eine Belagerung will ich euch zeigen. Und zwar gibt es neben den Menschen, es gibt insgesamt 3 gute Völker, 3 böse Völker und 2 neutrale. Also die guten sind Menschen, das Waldvolk, zu denen komischerweise auch Zwerge zählen. Warum auch immer. Falscher Knopf. Und für die haben wir wohl nicht mehr genug Gold. Genau. Und die Magier, die halt Golems und Gargoyles und sowas in den Kampf schicken. Auf der bösen Seite haben wir die Dungeon-Fraktion, die also sowas wie Harpien in den Kampf schickt und Troglodyten. Die Inferno-Fraktion, also die Teufel, sowas wie die Höllenhunde und die Grubenteufel, die wir gerade gesehen haben im Kampf. Und dann noch die Nekromanten, also die Untoten, die eben Untotes in den Kampf schicken. Da oben ist übrigens ein gegnerischer Held zur Abwechslung mal. Jupp. Das müsste sogar ein untoter Held sein. Jupp, es ist ein untoter Held. Und von den Neutralen haben wir zum einen das Echsenvolk in den Sümpfen und die Orks. Und ja, die Orks sind wirklich neutral. Und hier sind wir jetzt in einer Belagerung. Man kann sehen, der Gegner hat Mauern. Und wir haben einen Katapult. Was ziemlich viele Lebenspunkte hat. Es kann zerstört werden, aber es ist ziemlich schwierig, es zu zerstören. Ja, und der Gegner hat jetzt einen Vorteil. Er steht hinter einer Mauer. Deswegen kann ich mit meinen Fernkämpfern nur halben Schaden bei ihnen anrichten. Oh, jetzt habe ich einen Moralbonus. Jetzt kann ich halt nochmal angreifen. Sehr schön. Wenn sie hinter den Mauern stehen, sind sie geschützt vor meinen Fernangriffen. So, aber wenn sie Höllenhunde hinter der Mauer rauskommen, sind sie natürlich gut angreifbar. Einmal auf den Höllenhund feuern. Und ja, das Katapult schießt pro Runde einmal automatisch. Können wir mal wieder Zauber wirken, wirken wir mal Schild auf meine Greifen. Jetzt sieht man hier, das Ding hier ist grün geworden. Das bedeutet, meine Greifen haben einen Buff. Rot bedeutet Debuff und lila bedeutet einfach gar nichts. Und meine Armbrustschützen haben schon wieder gute Moral. Und ja, für den Gegner ist es ziemlich doof, wenn ihre Einheiten im Tor sterben, weil er das Tor nicht mehr zugeht. So. Bikiniere können auch reinmarschieren. Ihr bleibt einfach mal da stehen. Ihr auch. So. Und da hat das Katapult schon ein Loch in die Mauer gerissen. Okay. Auf die Triplitüten. Die ziemlich schnell sterben. Du kannst die Pikiniere alle machen. Du die Schwertkämpfer. Und die Schwertkämpfer könnt da reinmarschieren. Mit guter Moral kannst du die Pikiniere umhauen.
So, jetzt sind da nur noch 5 Troglodyten. Waren 5 Troglodyten. Und damit ist die Schlacht gewonnen. Und das Schloss gehört uns. Ja. Und damit schließe ich mal die Spielevorstellung auch ab. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Spielevorstellung oder zum nächsten Projekt. Bis dann.